In diesem Video zeige ich euch drei Tricks, mit denen ihr heimlich mit eurem iPhone filmen könnt. Viel Spaß! Ich zeige euch in diesem Video drei Tricks, mit denen ihr heimlich mit eurem iPhone filmen könnt. Bei der ersten Variante sieht es so aus, als seid ihr auf eurem Homescreen, während ihr im Hintergrund heimlich filmt. Bei der zweiten Variante befinden wir uns im App-Switch und trotzdem wird gefilmt. Und die dritte Variante ist die beste von allen, denn hier wird euer iPhone-Bildschirm sogar komplett ausgeschaltet, während ihr im Hintergrund einfach heimlich weiterfilmen könnt. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie das Ganze funktioniert und fangen an mit der ersten Variante. Für die erste Variante müsst ihr auf eurem Homescreen einfach einmal die Mitteilungszentrale nach unten schieben. Jetzt müsst ihr hier das Ganze nach links wischen, bis hier die Kamera im Hintergrund erscheint. Wenn ihr jetzt hier auf den Lauter- oder Leiser-Button tippt, dann wird die Kamera aktiviert. Dabei müsst ihr die ganze Zeit immer noch hier das Ganze halten. Nehmt jetzt am besten euren Daumen und während ihr mit dem linken Finger immer noch festhaltet, wischt ihr hier von unten nach oben. Jetzt könnt ihr den linken Finger loslassen, wischt weiter nach oben, bis die Kamera nicht mehr sichtbar ist. Allerdings müsst ihr jetzt den Daumen die ganze Zeit hier oben festhalten, aber es sieht so aus, als wärt ihr hier auf eurem Homescreen. Ihr müsst das vielleicht ein bisschen üben, dass ihr die richtige Haltung hinkriegt mit dem Finger, damit das Ganze nicht so stark auffällt. Und im Hintergrund wird jetzt die ganze Zeit gefilmt. Ihr könnt das sehen, wenn ich jetzt hier wieder mit dem Daumen nach unten komme, seht ihr hier, wir sind schon bei 33 Sekunden. Das heißt, die ganze Zeit wurde im Hintergrund gefilmt und keiner hat es gemerkt, weil ihr euch auf dem Homescreen befunden habt. Die zweite Variante, wie ihr verstecken könnt, dass ihr filmt, ist, dass ihr einfach den App-Switcher benutzt. Startet zunächst die Kamera, wenn ihr im Videomodus seid, tippt dann hier auf Aufnahme, um die Videoaufnahme zu starten. Und jetzt schiebt einfach hier die App nach oben, dass ihr hier in den App-Switcher gelangt. Und jetzt könnt ihr einfach hier nach links wischen, dann sieht es so aus, als würdet ihr jetzt hier im App-Switcher etwas suchen und jetzt könnt ihr die Kamera halt entsprechend halten, so dass ihr das filmt, was ihr wollt im Hintergrund. Denn im Hintergrund läuft die ganze Zeit hier die Aufnahme weiter. Wenn ich hier einmal wieder zurück zur Kamera sehe, seht ihr auch hier oben, die Sekunden laufen und laufen weiter, das heißt, es wird die ganze Zeit gefilmt und sobald ich das hier wegwische, seht ihr auch nicht mehr, dass die Kamera aktiv ist. Wenn ich dann fertig bin mit der Aufnahme, kann ich entweder jetzt wieder zu der Kamera-App wechseln und die Aufnahme stoppen oder natürlich, sobald ihr jetzt aus dem App-Switcher rausgeht, wird die Aufnahme beendet. Ihr seht, wenn ich jetzt wieder in die Kamera gehe, läuft die Aufnahme nicht, aber das vorhin aufgenommene Video wurde gespeichert, während es so aussah, als würdet ihr euch eigentlich im App-Switcher befinden. Wenn ihr wollt, könntet ihr das Ganze noch etwas anpassen, indem ihr jetzt sogar noch, nachdem ihr die Aufnahme gestartet habt, den App-Switcher aktiviert und dann die Brightness hier, also sprich die Helligkeit, runterstellt. Jetzt sieht man fast gar nicht mehr, dass euer iPhone an ist und ihr könnt die Kamera jetzt noch besser hier im App-Switcher verstecken und könnt so auch relativ gut versteckt im Hintergrund einfach weiter filmen und heimlich die Aufnahmen mit eurem iPhone machen. Die dritte Variante ist die beste, denn hier könnt ihr tatsächlich komplett euer iPhone ausschalten bzw. den Bildschirm ausschalten und trotzdem wird im Hintergrund weiter gefilmt. Dafür müssen wir allerdings zunächst ein paar Vorbereitungen in den Einstellungen treffen und müssen hier ein, zwei Einstellungen anpassen. Geht dafür in die Einstellungen, geht dann auf den Menüpunkt Bedienungshilfen und scrollt dann ganz nach unten, bis hier dieser Menüpunkt Kurzbefehle erscheint. Tippt diesen an. Hier müsst ihr nun die Option VoiceOver aktivieren, so dass davor ein Häkchen ist. Jetzt seid ihr in den Einstellungen fertig und könnt diese erstmal verlassen. Jetzt müsst ihr noch sicherstellen, dass die Lautstärke auf eurem iPhone komplett runtergestellt wird, damit man nachher die VoiceOver-Befehle nicht hört. Jetzt könnt ihr in die Kamera-App wechseln und müsst sicherstellen, dass ihr dann hier auf Video gestellt habt, weil ihr ein Video aufnehmen wollt. Und jetzt müsst ihr VoiceOver aktivieren. Dafür müsst ihr auf den neueren Modellen einfach dreimal auf den Einschaltknopf tippen, damit dieses Menü erscheint. Ich zeige euch gleich nachher auch nochmal, wie ihr das auf älteren Modellen macht. Und jetzt müsst ihr hier einfach VoiceOver aktivieren. Und ihr seht, jetzt wird hier auch schon so ein kleiner schwarzer Ring drum gelegt. Was ihr jetzt machen müsst, um eine Aufnahme zu starten, ist einmal auf den Aufnahmeknopf drücken, um den Fokus darauf zu legen. Das sieht zunächst so aus, als würde nichts passieren, aber das hat geklappt. Und um jetzt die Aufnahme zu starten, müsst ihr doppelt drücken. Und ihr seht, jetzt wird die Aufnahme gestartet. Und jetzt müsst ihr drei Finger nehmen und dreimal mit den drei Fingern schnell hintereinander auf den Bildschirm tippen, um diesen auszuschalten. Ihr seht, jetzt wird der Bildschirm ausgeschaltet, aber im Hintergrund läuft die Aufnahme trotzdem weiter. Das iPhone ist komplett schwarz, ihr könnt es jetzt nehmen, ihr könnt es jetzt beliebig halten und entsprechend die Sachen filmen, die ihr filmen wollt. Und keiner merkt, dass ihr filmt, weil euer iPhone wirklich wie ausgeschaltet aussieht. Wenn ihr jetzt das Ganze wieder einschalten wollt, müsst ihr wieder drei Finger nehmen, einfach wieder dreimal schnell hintereinander drauf tippen und ihr seht, die Aufnahme lief die ganze Zeit im Hintergrund weiter.
Wenn ihr jetzt die Aufnahme stoppen wollt, müsst ihr wieder doppelt auf den Stopp-Knopf drücken und jetzt ist die Aufnahme beendet und wurde gespeichert. Um jetzt VoiceOver wieder auszuschalten, müsst ihr einfach erneut dreimal den Einschaltknopf drücken und dann einen Doppeltipp hier auf VoiceOver machen, beziehungsweise einmal drauf, um es zu fokussieren und dann den Doppeltipp, um es auszuschalten. Und jetzt habt ihr VoiceOver wieder deaktiviert und könnt wieder ganz normal eure Kamera-App und das ganze iPhone benutzen. Auch bei älteren Modellen mit einem Home-Button funktioniert das Ganze genauso. Hier müsst ihr auch in den Einstellungen, in den Bedienungshilfen zunächst die Voice-Over-Funktion aktivieren, wie ich euch das eben gezeigt habe. Und wenn ihr dann in der Kamera-App seid, müsst ihr nicht den Einschaltknopf drücken, sondern ihr müsst dreimal den Home-Button drücken. Und dann wird auch schon VoiceOver aktiviert. Hier erscheint jetzt nicht nochmal das extra Menü. Ihr seht, jetzt ist hier wieder so ein Kasten um den Aufnahmeknopf gelegt. Tippt jetzt wieder einmal auf den Aufnahmeknopf, um ihn zu aktivieren. Und jetzt Doppeltipp, um die Aufnahme zu starten. Und jetzt nehmt ihr auch wieder drei Finger. Tippt mit diesen drei Fingern schnell hintereinander dreimal auf das Bildschirm. Und jetzt wird der Bildschirm ausgeschaltet. Die Aufnahme läuft im Hintergrund weiter. Wieder mit drei Fingern drauf tippen, um das Ganze wieder einzuschalten. Ihr seht, die Aufnahme läuft noch. Doppeltipp, um die Aufnahme zu stoppen und erneut dreimal drücken auf den Home-Button, um den Voice-Over-Modus wieder zu deaktivieren. Ich hoffe, euch haben diese drei Tricks gefallen, mit denen ihr heimlich mit eurem iPhone filmen könnt. Benutzt diese Funktion gewissenhaft, stellt damit keinen Unsinn an und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren dieser Tricks. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal!